So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forzathon hier in Forza Horizon. Heute mit dem Forzathon, aber diesem Wochenende wieder. Diese Woche war schon mal einer. Jetzt ist der normale quasi dran. Und zwar ist er diesmal Spaß in der Sonne. Es regnet gerade, aber gut. Dreht sich draußen eine Runde, habe ich heute schon gemacht. Deswegen werden wir jetzt das Video beenden. Das war natürlich Spaß. Weil wir da vier Sachen und auch wieder ein Porsche zu gewinnen. Das ist, was ich natürlich ziemlich geil finde. Weil eigentlich, wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich ein ziemlich harter Porsche-Fan. Und deswegen so ein Porsche-Can ist nämlich nice. Und zwar hier oben haben wir direkt mit Stil. Verführen Sie drei Ibiso-Style-Fähigkeiten, um den Porsche Cayenne Turbo zu gewinnen. Ich meine, ein Cayenne ist halt ein dickes, fettes Teil. Mit richtig, richtig viel Bums. Also würde ich auf jeden Fall nachher noch fahren. Seid mal gespannt darauf. Und auch noch das zweite überlegen. Gewinnen Sie eine Partie König um 55.000 EP und 200.000 Credits zu erhalten. Das ist mal eine nette Belohnung für. Okay, die Partie gewinnen, okay, das ist vielleicht nicht so einfach. Das machen wir heute sogar mal, tatsächlich. Zwar mit einem Special Guest, wenn man das so sagen darf. Dann das dritte, nur ein Hobby. Erstellen Sie ein Tuning-Setup und wählen Sie eine Hupe, um 75.000 EP zu erhalten. Das Tuning-Setup habe ich schon gemacht, deswegen noch eine Hupe, machen wir noch gleich. Und das letzte noch, nicht zu fassen, geiler Witz. Verfügen Sie 20 Zerstörungs- oder Fassrolle-Fähigkeiten in einem D-Klasse-Auto für 75.000 EP. Wir brauchen die Zerstörungsfähigkeiten, weil die gehen deutlich schneller als Fassrollen zu machen. Mit 20 Fassrollen auf D-Klasse, das ist nicht so einfach. So, fangen wir auch an mit dem nur ein Hobby. Das habe ich schon gemacht und deswegen machen wir noch das Tuning. Genau. Macht Sinn, Fabian. Das hast du gemacht, aber das Tuning machst du noch. Dann die Hupe ändern. Das ist das Debüt hier in Forza. Der habe ich noch nie geändert. Weil, wozu? Das bringt für mich absolut gar nichts, eine andere Hupe zu haben. So. Zack. So, reicht das schon? Gut. Standardgruppe. Das war eine sehr schwere Sache. War eine richtige Herausforderung. Muss ich schon sagen, war nicht einfach so. Jetzt machen wir das nächste. Stufenaufstieg. Mache ich erstmal. Bei 600. Dauert nicht mehr lange. Das nächste, was wir machen werden, erstmal gewinnen wir einen Mustang Boss, den ich schon habe. Verkaufen. So, machen wir die 20 Zerstörungsfähigkeiten in dem Willis Jeep, der auch sogar getuned ist. Ist natürlich nicht komplett und noch nicht mit V12 oder so, weil das macht man nicht. Ist noch ein bisschen, ist noch normal, wie so ein Jeep halt auch in echt so halbwegs sein könnte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal. Hier haben wir schon mal was. Das reicht ja eigentlich auch nur, irgendwie hier die Papa zu fahren. Das hat ja genug Sachen zum Zerstören. So. Ich meine, der ist nicht so schnell gut. Hat auch, glaube ich, nur 56 kW. Das sind 90 PS vielleicht? Ah, nee, ein bisschen weniger. Aber nicht viel auf jeden Fall. So, 30 km haben wir mittlerweile schon. Richtig fast hier. So, hier schön, ist ja schön. So, der schnell gehen eigentlich. Bei 20 Fähigkeiten, das ist ja nichts. Auch hier so eine Zäune, mega schön. Zack, zack. Bremsen ganz schön aus. Ich kühle den Wagen richtig. Weil ich kann's. So, Kette wieder gespeichert und nächste Kette. Das Wasser. Und ein Zaun. Gott, ey. Fahr ich mal hier hoch. Aber auch voll fähig ist das schon irgendwie, ne? Der Jeep. Weil ist auch ein Jeep. Das sollte man eigentlich so mehr oder weniger erwarten. Boah, Jump, ey. Jetzt hier, jump, jump, jump. Hat er nicht. Schade. Hätte ja sein können. Ist da wieder ein Zaun? Nee. Aber ist anderes Zeug. Bäume, die wir umfahren können. Aber nicht alle Bäume sollten wir umfahren. Vor allen Dingen sind doch leider ein wenig stabil. Das hält dann meiner nicht aus. Aber der geht noch. So. Das hier. Oder auch nicht. Wieder 7080 Punkte. Das gleiche wie eben gerade. Zufall? Ich glaube nicht. Illuminaten auf jeden Fall. Da sind Zäune, da vorne, das weiß ich. Das war nämlich genau mein Plan, hier hinzufahren. Das war absolut gewollt. Wo hier diese Schilder umfahren bei der Driftzone. Kann man ja auch machen. An der Straße langfahren ist eigentlich ziemlich lame. Ich wollte ein bisschen Offroad fahren. Die Fähigkeiten des Wagens nutzen. Geschafft. Ich fahre mal zur Straße vor.
Es geht aber ab, Alter. 100, 110, boah, 120. Ey, 130 im vierten Gang, ne? Das ist schon heavy. Drei Lose, die auch direkt wieder einlösen werden. So. Da sind sie. So, Geld. Können wir AC Mono? Hab ich schon. Geld, 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 Geld. Ja. Bitte nochmal das gleiche. 037 habe ich auch schon. Geld, 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 Geld. Was brauche ich denn halt für. Oh, ja, gut. Das ist es wert. Ja, 10 Klasse Horizon Edition. Alter. Habe ich, glaube ich, auch. Effektiv doch. Forza, du bist natürlich immer sehr, sehr nett. So, dann gucke ich mal kurz. Es fehlen ja quasi nur noch zwei Sachen. Also geht heute eigentlich wieder ziemlich schnell. Und zwar machen wir jetzt weiter mit den drei Ibisu-Style-Fähigkeiten. Aber dazu ist der Wagen ein bisschen zu langsam. Und deswegen, bis gleich. Quasi einmal die Ibisu-Style-Fähigkeit. Ich sag das Ganze noch zweimal. Ich bin übrigens im Lexus RCF, falls ihr es nicht erkennen könnt. Dann müsst ihr jetzt dabei, während ihr springt, auch driften. Ist nicht so einfach zu timen. Braucht ein bisschen eine Übung. Ich habe auch gerade ein bisschen Übung gebraucht, um die erste zu machen. Wir müssen ja nur, brauchen ja nur drei, deswegen eigentlich relativ easy. Ich sollte auch dabei springen, wenn ich nur sinnlos durch die Welt rumdriften. Das hat, glaube ich, einer, oder? Was nicht? Ist ja gar nicht. Oh, wie der quer geht, der Hobel, Alter. Gebt euch das mal. Geht doch. Ein kleiner Turbo haben wir. Geil. So, gerade anhalten. Dann das war falsch. Dann Fuchsflacker wieder ausmachen. Obwohl wir den nicht mehr brauchen. Und dann. Wir haben natürlich wieder mal alles geschafft, bis auf die Partie König.
und die kommt jetzt. Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Pimmelberger. Moin! Das will ich nicht ausschneiden, ne? Von mir Was ist aus. drin? Hallo Leute, ich mache jetzt König. Zu, warte, siebt, zwei Könige. Dabei ist halt wieder der Silas. War Drei, jetzt ein drei, Comeback drei. quasi. Sehr gut. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Silas. Muss das Ding hier Also, gewinnen. warte mal. Ich hab hier diesen geilen Jeep Oh. Trail Cat. Was macht das DLC? Voll aufgemotzt. Was Ich fährst sehe du das denn, hier. Silas? Cayenne, glaube ich. Ich hab ja gerade Wagen, der ist ziemlich scheiße. Wow. Wow. Und ich bin auch ziemlich scheiße. Ja, ich auch. Machen wir so. Das spielt Ich muss uns eher dann mal. Attacken aus. Erstmal dran gewöhnen hier mit Lenker. Ah, er hat einen Lenker hier, genau. Für den YouTube an. Wenn die das wissen wollen, ein Logitech TX Leather Edition. Mit den vollen 900 Grad Rotation, aber im Vorder nur 600, das reicht. Auch im Vorder Cars. Nur 600. Was ich einmal gönnen, ne? 400 Euro. Halt den Finger Easy. voll, ne? Ist überhaupt nicht klar, Alter. Jetzt, das ist meine Chance. Wo ist man hin? Ja. Ich sehe gerade einen Hammer von mir, einen gelben Hammer. Was höre ich? Ein Lamborghini. Ich hab ihn berührt, aber es fällt nicht. Ich muss gerade jetzt auf das Kürzen. Also gewinnen sehe ich eher nicht so. Nee, ich auch nicht. Nein! Das Third Person mit Lenkrad ist creepy, aber jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jawohl! Jetzt sind wir Leistung, ey. Das ist gut. Jetzt habe ich 781 kW. 3,2 Tonnen. Die haben wir da vorne. Warum baut man da ein fucking Crossfire rein? Wie lange geht's mit Ivan? Maximal 5 Minuten. Oder kürzer. Nur zur Info, wir werden maximal zwei von diesen König-Events fahren. Zwei normale. Wenn wir die jetzt nicht gewinnen sollten, also ich nicht gewinnen sollte, dann machen wir ein privates Match. Oh. Ja, ich kann mich ja nicht umgucken. Ich habe ja jetzt hier keinen Stick, wo ich mal eben nach links oder rechts gucken kann. Ich fahr Nur schon noch kurz. gewinnen. Ist doch nicht einfach, ne? Jetzt ist ja gerade mal bei 2 Minuten. Ja, das muss ihn gehen, seine. Komm jetzt next. Ne, jetzt ist er auf mich. Kein, vergiss dich mal. Warum hast du mir lassen, dass ich das unfair? Hey! Gib mir die Krone wieder, du Idiot. Das läuft super. Also auch, falls ich verlieren sollte, ich bin König. Super wie Super Plus. Super wie Super. Ist das der Hammer wieder? Ja, also. War jetzt noch ein bisschen quer zu schon. Mach mal. Schreib ich noch, ne? Alles drin. Easy. Jetzt komm rum. Jetzt habe ich den Geist auch nochmal gesehen. Was wollt ihr von mir? Den Krone. Ich würde sagen, Mission gefailed. Immer ein Dritter. Dezent. Aber war knapp, muss ich sagen. Ne? Zum ersten hätte ich mir viel gefehlt. Viel gefehlt. Ja. Viel gefehlt, so rum. Hätte nicht mehr viel gefehlt. Ja. Nicht mehr viel gefehlt? Fabians Gelingen 2017. So, 3900 Kredite. Kredite. Hast du einen Kredit aufgenommen oder was? Ja, Mann. Und 8300 Experience Points. Ich
Ha, ich bin trotzdem voll, du Ja, du bist voll, Lupfer. okay, ja, das weiß ich. Ist nichts Neues. Ich bin vor dir. Dann springen wir sofort zum nächsten Rennen. Na, geht doch. Sägewäsch klein. So gewinnst. Ich weiß, was Ja, machst du jetzt? unfair. Oh geil! Aber es ist klein, das ist scheiße. So. Einmal hier so das First Person raus. Ich will mal schätzen, meine Gewinnchance ist nicht so hoch. Oh. Nein, glaube ich auch nicht. Weiß ich, wie ich dankbar. Oh, das war. Feuerficker. Bei was gelingt, ihr netter Mitspieler. Ihr Ficker. Ey, du Hände! Nein! Scheiß OPS mit seinem komischen Lotus. Zieh jetzt direkt da scheiße fort. Ich damit kann. Wow, dagegen gefallen. Ja, meine Beschreibung war so viel besser als die vom Evo. Bin ich mir so einfach weggekommen. Ey! Ich bin König? König abgesetzt. Hier haben wir für die Mauer vor. Danke dafür, Dolly. Jetzt habe ich das von Kai, Alter. Ja, bringt mich Kai dazu. Oh! Scheiße. Ja. Mal wieder Scheiße. Zweiter bin ich schon, ne? Ich glaube, ich kann wirklich Zweiter werden, aber Erster. Nicht so einfach. Wenn wir die Strecke auch so mega scheiße ist. Ja, aber die ist mega klein. Boah, Alter, so ein. Nein! So ein. Nein! Ja, ich wieder nein, ey. Ey! Du denkst dich raus, ey, Scheiße. Ach, oh. Wendekreis vom LKW, das Ding. Oh, das liegt, weil es ein LKW ist. Ja. Lustig, wenn ich so in letzter Sekunde der erste von ist. Ey, steck fest. Was, du stinkst, hä? Ja. Stinker, Stinker. Nein, nicht erlangen. Nee. Weil so viel Scheiße, Alter. Hallo, Akbar! Ich war aber auch nicht weiter. Reicht das noch, um Zweiter zu werden? Nope. Fuck, ey. 2 Sekunden! Ja! Ey, 2 Minuten 46, ja, die ist da. Man hört, dass sie das, ne? In. Ja? Ja. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Tot leben, tot leben, tot leben. Warte, 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 warte.
Totleben, Totleben, Totleben. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Alle. Gut, hat nicht geklappt, deswegen machen wir das jetzt noch in einer privaten Lobby. Also, haut rein. I have a quick look how the fields in my peels. Penis. Denn dann habe ich ein Schniedel in my middle auf my Bauch. Yeah. Yeah. Ich bin so dermaßen müde gerade, Alter. Shit. Warum denn König? Oh, ich bin König, ey, was ein Zufall. Weil du gewinnst, ey. Ich werde gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu der Forza. Denn wir spielen jetzt Forza. Willkommen zurück. Meiden Sie andere Spieler. Welche Spieler denn? Komm in der Mitte und guck mir beim Driften zu. Okay. Gucken wir, wie gut es mit der Karre ist, mit Lenkrad schaffen. Bleib mal hier außen stehen. Kann ich die Drohne gehen? Ach, nee, die kann. Ah, Corvette-Motor? Originalmotor. Aber ist ja der Corvette-Motor. Ja, Originalmotor. Ja, schön gedreht. Ist nicht so geil. Ich hätte doch nur die Stellen reinsteigen, wo du gut driftest, ne? Hallo. Also gar nicht. Richtig. Nein. Das ist hier ungeschnitten. Warte, du kannst doch gewinnen. Achso. Ich muss losfahren wegen Inaktivität. Ey! Hallo und tschüss. Gewonnen. Das war's. Yes. Alter, war das knapp. Okay, 57 ja, plus 2 ergibt eine Minute. So, voll freigeschaltet. Und was bekommen wir? Ah ja, ein paar EP und 200.000 Credits. Nicht schlecht. Eine Woche harte Arbeit, muss ich sagen. Oh, kein Reelspin, ey. Mann, ey, dauert immer so lange. Gib mal Gas und hast Reelspin. Also sieht das, ne? Vielen Dank fürs Miet machen. Ja. Viel Spillen. Ey. Das sind jetzt 20 Euro, ne? Zu wenig? Ja, war abgemacht. 20 Euro für die Aufnahme. Ach stimmt, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt aber leider als mit dem Wheelspin. Nein, Spaß. Tschüss, ihr Menschen, die dieses Video sehen. Ciao, aber schön mit euch. Peter, du warst der geilste Zuschauer. Grüße gehen raus an Peter. Peter Ciao. Enes. Peter Moffoy. Peter Muffey. Ja. Deswegen okay. Bis gleich zur Fahrt im Porsche Cayenne. Ciao. I'm back. Im richtigen Dickchauffeur. Zwar den Porsche Cayenne Turbo. Es ist nicht der Turbo, es ist ein. Also nur ein Turbo. Ja, ich meine, er reicht ja auch schon. Vom Typ 92A. Das ist die dritte und aktuellste Generation des Cayenne. Gibt noch keine neue. Laut Wikipedia zumindest. Ja, hat immer recht. Jetzt haben wir hier einen 4,8 Liter großen V8 Motor mit Biturbo. Der leistet hier 500 PS in dieser Variante. Ist nett. Hat 700 Newtonmeter Drehmoment, das ist echt mega viel. Geschaltet wird mit einer 8-Gang Tiptronic, natürlich hier Schaltwippen, ne? Muss der Fahrer nicht in die Kupplung treten. Hat natürlich Allradantrieb. Geht von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden und hat einen Topspeed von 278 km/h. Verbrauch scheißegal. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Teil hier. Ist halt ein ziemlich großes Auto. Ist, glaube ich, so konkurrenzmäßig Mercedes ML. Also, den gab es jetzt, nicht mehr. Das heißt ja anders, aber halt der Mercedes ML, würde ich sagen. Audi Q7 vielleicht. Obwohl Q7 ist halt schon nochmal ein bisschen größer, kann das sein. Aber es ist ein Porsche, ja, der ist schnell. Deswegen erstmal quasi am Flughafen das obligatorische Direct Race. Und zwar gegen niemanden. Das heißt, ich werde gewinnen. Ein bisschen zurückfahren, ja. Soll auch nicht sein, so. Was denn jetzt bin? Ah ja, 100. Dann hat er da Gang. Ja, der ist ziemlich lang. So, aber man merkt, 200 km geht schon voran. Für 2,2 Tonnen SUV ist das schon nicht schlecht. Das ist an sich schon nicht schlecht, egal mit welchem Auto.
ist schnell. So, das ist auch die Reisegeschwindigkeit, 250. Durch den Blitzer mit 250,10. Okay, Bremsen, ja. Sind das Carbon-Kernbremsen von Porsche? Ich weiß es nicht. Es kann aber sein. Was kostet der Cayenne? Eigentlich steht das ja auch. Nicht. Das ist natürlich ganz wichtig bei so einem Wagen. Der Verbrauch steht hier 11,5 Liter. Naja. Ist aber relativ egal, glaube ich. Das ist hier der wunderschöne Innenraum, wie wieder ein zentraler Drehzahlmesser. Also ich finde, der Tacho erinnert an den, also von Drehzahlmesser her, erinnert er an den Porsche 911 Turbo. Tacho nicht, der ist ziemlich, Alter, das ist doch ein Meilen, oder? Tipp ich jetzt mal, warte. Ja, natürlich ist das Meilen. Oder? 20? Weiß, warte mal. Das ist nicht Meilen? Ich kann das hier gerade nicht lesen, weil die Anzeigen so klein sind. Naja, macht da eine Anzeige. Und zwar sind da fünf Instrumente. Und zwar der rechts in den Drehzahlmesser, wenn ich jetzt Gas gebe. Das ist die Ladedruckanzeige oder was ist das? Ich glaube schon. Hier Innenraum, ja, ist halt Porsche-typisch, sieht schick aus. Obwohl mir der vom Cayenne nicht ganz gut gefällt. Weil ich auch diese, man sieht das auch hier, diese. Sind das jetzt eine Lüftung oder was ist das genau? Das ist doch hier die Lüftung, die jetzt so, ich sag mal, so grau umrandet ist. Oder wahrscheinlich Aluminium oder so. Ich finde das farblich nicht ganz so cool. Aber ist natürlich auf einem Niveau trotzdem, das ist nicht schlecht. Würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen Offroad. Hier in der Nacht. Weil da können wir ein wenig Offroad fahren. Hoffen wir zumindest. Ist natürlich kein Trophy Truck mäßig, so ist es natürlich nicht. Also sollte doch schon ein bisschen was können. Dann gehen wir mal schön Stoff hier. Ein bisschen querfährt ein. Ja, ganz kleines bisschen, ne? Guck, ganz normale Sprünge. Ja, Anna, halt doch mal den Mund. Ey, die ist doch dumm, die Frau. Hat die mir schon 200 Mal gesagt. So eine Sache, die ich schon seit 200 Tagen weiß. Kann sogar sein. So. Ja. Ich schalte hier mal weiter. Ist quasi unstoppable. Was, wenn ein Baum da ist? Das ist alles vorbei. Sonst geht er gut. Natürlich kann wieder noch getunter Wagen. Kommt auch wahrscheinlich im Let's Play dran, genau wie der Makan, aber er auch schon dran. Man sieht es, er ist unstoppable, nur ja. Ein Baum, der so dick ist wie. Jetzt nichts Falsches sagen. Wie dick ist denn der? 40 cm vielleicht? Keine Ahnung. Wie eine dünne Person. Da kann der Wagen nichts machen. Wird aufgehalten. Ja, echt ein schönes Auto, muss ich sagen. Kenne es auch schon böse. Den sieht man auch. In meiner Region habe ich die relativ häufig. Als einzigen Porsche quasi. Sonst sehe ich hier fast gar keine. Aber Kenne sieht man schon des Öfteren. Also zumindest für Porsche-Verhältnisse des Öfteren. Der nennt sich jeden Tag oder jede Woche, aber ja, so ein, zwei Mal im Monat sehe ich den schon. Ist es für meine Verhältnisse ist das oft. Ja, aber es fahren nicht viele fette Karren rum. Ich habe letztens gesehen, da muss ich mal kurz erzählen. Und zwar war ich auf einem Parkplatz mit meinem Wagen. Und dann stand vor mir links ein Renault Twizy. Ja. Wer es nicht weiß, das ist eine Kackkarre, Elektroauto. Braucht man nicht. Und daneben stand einfach mal ein schwarzer M4. Da dachte ich mir, okay, ist aber was falsch. Links Gammelkarre, rechts Traumauto quasi. Das war richtig geil. Jetzt haben beide fotografiert. Bei dem 4, boah, der sieht dann echt schon richtig Hammer aus. Das habe ich hier schon mal gesehen, aber halt noch nie von so nah. Und das ist stehen geblieben ist. Vielleicht mal vorbeigefahren an mir, das war schon so. Und ich, dass ich ihn jetzt in Ruhe gutachten konnte. Das war das erste Mal. Und im 4 ist halt, der sieht böse aus. Ich hätte ihn gerne mal gehört, wie der Wagen klingt, aber ja gut. Leider war der Besitzer nicht da. Ja, trotzdem schönes Auto. Das war's heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Fortsatz oder vielleicht in der Let's Play-Folge oder bei dem Drag Race. Mal gucken. Oder bei einem anderen Video, was ich sonst noch plane. Weil das war eigentlich an Planung. An neuen Ideen oder neuen Sachen. Anstatt die klassischen drei, die ihr jetzt auf meinem Kanal seht. Aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. Seid gespannt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.